Adam Sandler ist mit Pixels zurück auf der Kinoleinwand. Ob das allerdings auch ein Grund ist, ins Kino zu gehen, das erfahrt ihr jetzt hier in der Filmkritik. Und damit herzlich willkommen allen Cineasten und Cineastinnen. Adam Sandler, Pixels. Pixels, Adam Sandler. Ich gebe zu, als ich im Kino saß, war ich sehr, sehr skeptisch, weil ich seit dem Film Mr. Deeds, und der ist ja schon ziemlich lange her, keinen Film mit Adam Sandler gesehen habe, der mir wirklich von Grund auf gefallen hat, weil er lustig war. Und das ist das Problem meiner Ansicht nach in den letzten Jahren bei Adam Sandler gewesen. Er hat verkrampft darauf versucht, lustig zu wirken und war es nicht. Und das war ein Problem. Dementsprechend bin ich auch mit extremer Skepsis in Pixels reingegangen. Vor allem, weil es wieder so ein Kombofilm zwischen ihm und Kevin James war. Aber ich muss sagen, Pixels überrascht. Worum geht's denn überhaupt? In Pixels geht's darum, dass im Jahr 1980 oder zumindest irgendwann in den 80er Jahren die NASA und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika eine Rakete in das Weltall sendet, um Kontakt mit außerirdischem Leben zu suchen. Naja. Wer sucht, der findet. Und so ist es auch. Die Nachricht erreicht die Außerirdischen. Nur die verstehen da irgendwas komplett falsch und sehen in der Nachricht eine Kriegserklärung, was dazu führt, dass sie 30 Jahre später die Erde angreifen. Und das ist schon ein bisschen witzig eigentlich, in Acrid-Game-Manier, weil nämlich die Aliens Waffen haben, die dazu führen, dass altbekannte Acrid-Game Bösewichte wie beispielsweise aus dem Spiel Donkey Kong, Pac-Man, Space Invaders oder Centipede die Menschheit und die Welt in einen Blocksalat verwandeln. Und nur Kevin James als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Adam Sandler, der in dem Film den Freund des amerikanischen Präsidenten spielt, die Welt retten können. Natürlich! Wenn man diesen Film sieht und diese Story verfolgt, dann muss man sagen, diese Story ist mehr als inszeniert, albern und vor allem sehr, sehr dünn. Die Linearität des Filmes ist mehr als offensichtlich, was teilweise in manch einem Genre atmosphärisch der Super-GAU darstellen würde. Hier nicht. Hier kann man das Hirn ausschalten, sich reinsetzen und sich einfach mal über die ganze Länge des Filmes weglachen. Der Film hat nämlich überhaupt nicht den Anspruch, abwechslungsreich erscheinen zu wollen, überhaupt ernst genommen werden zu wollen, überhaupt nicht. Der Film ist einfach nur eine Lachnummer und genau das sollte er ja eigentlich auch sein. Dementsprechend hier auf jeden Fall hier ein positiver Aspekt, den ich hervorheben möchte. Der Film ist total bescheuert. Und je nachdem, wer gerade dieses Video zuschaut, dem möchte ich doch sagen, wenn ihr aus der Spiele-Ära des Acrid Gaming kommt, also so aus den 70ern, 80ern Jahren immer vor den Automaten gestanden habt und Donkey Kong und Pac-Man euch als Freunde begrüßt haben, dann muss ich sagen, schaut in diesen Film, das ist nämlich Nostalgie pur. Die Animationen sind richtig, richtig cool, die haben mich am meisten überzeugt, in diesen Film zu gehen und haben auch im Film selber nicht enttäuscht. Ich fand das richtig, richtig cool, auch die Interaktion, Real Aktion seitens der Schauspieler und dann die Interaktion mit dem CGI hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es richtig witzig und allen voran der Cast hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass tatsächlich auch sowas wie Atmosphäre aufkommen konnte. Nicht nur Kevin James als US-Präsident, nein, auch Adam Sandler tatsächlich hat hier mal wieder eine gute Leistung bringen können. Und allen voran, mein persönlicher Held in Pixels ist Peter Dinklage, der Star aus Game of Thrones, der einfach hier eine coole Sau spielt, der einfach mal 30 Jahre zurück in der Vergangenheit stehen geblieben ist und sich überhaupt nicht charakterlich weiterentwickelt hat, sondern einfach das Kind geblieben ist. Und das habe ich in diesem Film richtig, richtig krass genossen. Aber nicht nur die bisher erwähnten, auch alle anderen, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, Michelle Monaghan und Sean Bean und alle möglichen anderen, die hier teilweise auch Gastauftritte hatten, da muss man sagen, sie wissen einfach in diesem Film zu brillieren. Das ist ein Film, der Spaß macht, das ist ein Film, der unterhalten will und es sogar tut, obwohl er von und mit Adam Sandler ist. Und das ist etwas, wo man sagen muss, ja, Adam Sandler, er kann es tatsächlich noch, er kann lustig sein, wenn er denn will. Und sowas wie Pixels hätte ich mir in den letzten Jahren viel, viel häufiger von ihm gewünscht. Und ich hoffe, dass er mit Pixels nun
seine Karriere 180-Grad-Wende hinbekommt und endlich wieder lustige Filme wie beispielsweise Pixels auf die Leinwand wirft. Alles in allem muss ich sagen, schaut euch den Film, wenn ihr wollt, im Kino an. Das ist ein toller Pärchenfilm, wenn man mal wieder was zum Lachen haben will, weil es in der Beziehung kriselt. Kleiner Scherz. Ansonsten kann man auch mit seinen Kollegen reingehen, mit ein paar Bierchen dabei und ordentlich abfeiern. Dieser Film bietet ein cooles Feeling, er hat coole Sprüche, er ist witzig, er ist amüsant, er lockert einfach mal die komplette Situation und befreit einen vom Alltagsstress. Das ist eigentlich das, was ich von einem Comedy-Streifen erwarte und das erfüllt der Film auch. Summa summarum gebe ich somit dann jetzt auch Pixels meine Wertung, nämlich einmal 3 Punkte in der Filmwertung, weil er natürlich hier und da atmosphärisch trotzdem nicht eine Dichte erreicht, die es mit 4 oder 5 Punkten zu belohnen gibt, und in der Genrewertung eben, weil teilweise hier auch der Humor natürlich stellvertretend für die komplette Karriere von Adam Sandler einfach mal wieder gut ist und nicht katastrophal schlecht und nicht witzig. Aber trotzdem hier auch teilweise diese Linearität und, naja, Voraussehbarkeit mich persönlich gestört hat, auch hier nur 3 Punkte. Das heißt, 3 Punkte in der Filmwertung, 3 Punkte in der Genrewertung macht 6 von 10 Punkten insgesamt. Und ich denke, damit kann Pixels und allen voran auch Adam Sandler leben. Mehr davon, dann ist vielleicht auch nächstes Mal mehr drin. Viel Spaß euch weiterhin beim Kino schauen und Filme schauen generell, denn ihr wisst es, Filme sind einfach geil. Und jetzt findet ihr auf der Endcard noch Filmkritiken und ein paar andere Videos von mir, die ihr vielleicht sehen wollt. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns dann demnächst hier wieder, natürlich beim Moviecheck. Aye.